Hallo Leute und willkommen hier bei einer neuen Ausgabe von Diegos Backstube. Wir sind hier im sonnigen Orlando, man sieht hier im Hintergrund vielleicht ein paar Palmen und wir machen heute mal ein anderes Video, denn wir schauen uns heute mal mein Zimmer an, was ich hier habe. Ich habe hier nämlich extra ein Zimmer mit einer kleinen Küche genommen, damit ich hier auch mal die ganzen Lebensmittel probieren kann, welche die hier in Amerika so haben. Wir gehen hier nun mal rein. Ich habe hier übrigens die Zimmernummer 8417. Tür geht auf. Jetzt wird es etwas heller und so schaut das Ganze dann aus. Gleich wenn man hier links reinkommt, ist hier die Küche, hier ist alles dabei. Die schauen wir uns nachher mal noch genauer an. Wir gehen dann hier mal weiter. Wir haben hier einen relativ großen Esstisch. Das ist echt ganz cool, wenn man hier mal Platz hat im Urlaub. Ihr seht schon, ich habe hier auch ein paar Muscheln gesammelt am Strand. Da gibt es echt relativ große Muscheln. Das ist ganz cool. So schaut das dann aus. Hier geht es weiter in den Wohnbereich. Hier ist das Sofa. Mit einem kleinen Tisch, wenn man hier mal rumschwenkt, ist hier noch ein Fernseher. Wir können hier auch mal raus auf die Terrasse gehen. Halt, erst hier aufsperren, jawohl. Da liegen jetzt noch zwei Badehandtücher, die schaut hier so aus. Das ist hier dann der Blick vom Balkon, also da drüben sind die anderen Zimmer. Wenn man jetzt hier mal weitergeht, nimmt hier die Sonne etwas rein, ein paar Palmen. Und das nächste Hotel. Ich habe hier leider keinen Poolblick. Hier ist dann die nächste Tür, da geht es zum Schlafzimmer rein. Das machen wir aber nachher mal. Ich mache jetzt hier mal wieder zu, damit die Klimaanlage hier nicht umsonst läuft. Hier ist jetzt nochmal der Blick in den Raum. Hier die Couch mit dem Tisch, der Esstisch, da hinten die Küche. Die beiden Türen hier ist dann ein kleiner Schrank. Ganz normaler Schrank, gibt es öfter. In Hotels, sage ich mal, wo die Türen den Schrank machen. Hier geht es jetzt weiter ins Schlafzimmer. Das ist hier ein King-Size-Bett. Also das ist das große. Es gibt ja immer Queen und King. Queen ist, glaube ich, 1,60 und King müsste 1,20 breit sein. Hier noch ein Sessel mit Klamotten. Noch ein Fernseher. Ich gehe mal hier hinter. Hinter den Vorhängen sind nun die Türen. Geht hier wieder zum Balkon, aber den hatten wir ja gerade. Wenn man sich jetzt hier mal umdreht, ist hier noch so ein kleiner Whirlpool, der ist ganz cool, geht leider nicht richtig, also Wasser kommt schon rein, aber die beiden braunen Düsen da funktionieren nicht, das ist etwas blöd. Zwei Spiegel, da bin dann ich zweimal. So ein kleiner Schminktisch, extra aufgeräumt. Hier ist nochmal so ein Schrank mit Safe, ich mach mal kurz auf. Da sind jetzt meine Klamotten drin, ich lebe immer aus dem Koffer, also sind bloß zwei Sachen aufgehängt. Da oben ist der Safe, ganz normal mit Zahlenschloss. Ganz gut, passt auch ein Laptop rein, fand ich sehr gut. Muss man ja nicht immer irgendwo im Koffer wegspannen. Man kommt jetzt hier vom Schlafzimmer direkt ins Bad, das ist eigentlich auch ganz cool. Hier Doppelwaschtisch, Spiegel, da ist noch eine Dusche, außen war ja die Badewanne, hier noch extra Dusche und dann hier Toilette und Handtücher. Das ist hier mal ganz cool gemacht mit den Dingern hier. Wenn man jetzt hier nochmal zurückgeht zu der Whirlpool-Wanne, da haben sie das genauso gemacht. Genau, das waren jetzt prinzipiell mal so alle Räume. Wenn man jetzt hier rausgeht, kommt man wieder hier in den Küchenbereich. Hier war der Eingangsbereich. Rechts war hier die Wohnecke. Und nun schauen wir uns mal die Küche an. Die ist eigentlich gut ausgestattet. Wir haben hier eine große Spüle. Die geht hier über zwei Einheiten. Rechts daneben ist Schwimmmaschine. Läuft eigentlich hier ziemlich oft, das macht das Zimmermädchen, schaltet die immer ein. Hier ist eine Theke, Spülmittel und Schwamm war auch immer dabei. Kaffeemaschine haben wir leider noch nicht benutzt, wir trinken hier immer Tee, wir haben uns Kamillentee gekauft. In amerikanischen Küchen gibt es ja immer hier diesen Häcksler. Also, hier ist so ein Schalter, das war jetzt hier Licht. Und das ist hier dieser Häcksler, also ich habe das noch nicht benutzt, aber ich fand es ganz cool, dass es das wirklich so gibt. Dann haben wir hier eine Mikrowelle, die ist ziemlich groß. Ich glaube, das hier schaut ungefähr aus wie 60 cm, also ein normaler Einschub bei uns ist das hier eigentlich verdoppelt. Dann hier die Herdfläche, das schaut auch aus wie ein breites Feld. Das gibt es ja bei uns, glaube ich, 80 oder 90 cm sind so mittlerweile die großen. Das mit den Feldern haben wir ja prinzipiell auch. Nur der Ofen ist natürlich dann hier genauso breit. Das habe ich jetzt bei uns noch nicht so oft gesehen und ich habe auch nur einen 60er Ofen. Wenn man hier den mehr aufmacht, der ist echt ziemlich groß. Ist zwar mittlerweile etwas dreckig, weil da mal von der Pizza etwas Käse runtergetropft ist, sage ich mal, aber da kann man ganz coole Sachen drin machen.
Wenn man jetzt hier mal weitergeht, Toaster ist dabei, Wasser haben wir uns gekauft, das ist so eine Eisbox. Die Amis lieben ja Eis oder nehmen immer jedes Getränk mit Eis, stellen alles in Eis. Deswegen haben die immer hier so diese Eisboxen. Mixer ist dabei, ist auch ganz cool. Und natürlich hier der Kühlschrank. Relativ groß. Machen wir mal auf. Das ist hier das mit dem Eis. Also wenn man das Gefrierding einschaltet, dann kommen gleich hier die Eiswürfel. Ich mag das immer nicht so, weil das beim Trinken immer dann zu kalt ist an den Zähnen. Hier sind noch ein paar Lebensmittel. Habe ich alles in dem Video schon gemacht oder werde ich auch noch machen, sage ich mal. Das 100 drin gibt es heute Abend. Hier dann noch der Kühlschrank. So schaut es vom Kühlschrank aus. Das haben wir alles da. O-Saft, Ketchup, hier ein bisschen Milch. In den zwei Töpfen sind, glaube ich, noch Nudeln. Also hier, wie ihr seht, sind auch Töpfe da. Ein paar Eier fürs Frühstück. Da war noch ein Brownie und noch ein paar so andere Snacks, Käsescheiben. Machen wir den mal wieder zu. Schauen wir mal, was sonst noch dabei ist. Normal in die Küche gehören natürlich auch Gläser sind da. Hier ist so eine Kanne für Saft oder was auch immer. Teller, Schüsseln, Tassen. Also ist echt alles da, was man braucht für so eine Woche. Da oben ist jetzt mal nichts drin. Du hast ja noch nicht überall reingeschaut. Hier sind noch zwei so Formen. Schaut aus wie eine Schüssel. Oder auch eine Auflaufform. Weil die habe ich auch schon gesehen. In den Schubladen hier dürfte Besteck sein, ist ausreichend, kann man nicht sagen, man muss nicht jeden Tag die Spülmaschine einschalten, wobei die ja wie gesagt das Spülmaschine jeden Tag einschaltet. Hier sind so diese ganzen Spoons, Tablespoon, halber Tablespoon, was die mir fürs Backen nehmen, Schaber, Hobel finde ich ganz cool. Da ist das gleiche nochmal. Prinzipiell, wenn man jetzt mal da unten reinschaut. Gut, ist hier eine Pfanne, da sind normalerweise noch drei Töpfe, da waren zwei im Kühlschrank, einer steht noch im Ofen. Nächste Tüte sind hier die Auflaufformen, wenn man irgendwas überbacken will, Lasagne, was weiß ich, was man da alles machen kann. Dann haben wir hier noch eine Schublade, da sind dann die Messer drin. Man sieht schon, hier so ein großes Messer, zum Brotschneiden ist das dann. Wir haben uns ab und zu auch mal ein Baguette oder so zum Frühstück geholt, da ist das dann ganz gut. Da unten sind hier noch ein paar Schüsseln drin. Unter der Spüle ist dann hier wie bei den anderen Küchen auch der Mülleimer. Dann gehen wir hier einmal noch um die Küche rum. Dann haben wir hier nochmal den kleinen Blick auf die gesamte Küche. So schaut es dann hier aus. Also ich finde es echt, wie gesagt, ganz cool. Auch wie das mit diesem Tresen hier finde ich ganz cool. Gibt es nichts zu beanstanden. Das Zimmer ist hier für 8 Tage und da kann man dann doch mal einiges ausprobieren. Ich hoffe mal nun, euch hat es hier gefallen aus der Küche. Ich drehe mich hier nochmal drin rum. Machen wir hier so einen kleineren Umblick, was es hier alles so gibt, wie die ausgestattet ist. Die Videos dazu, was ich mir alles hier gemacht habe, waren nicht viel, nur ein paar Sachen. Ich denke, es werden 2-3 Videos sein. Werde ich bald mal hochladen oder sind vielleicht auch schon hochgeladen, das werdet ihr dann sehen. Die sind auf jeden Fall dann hier unten verlinkt. Nun wünsche ich euch noch viel Spaß mit den Videos und bis zum nächsten Mal.